Moin zu diesem Guide für Link's Awakening. Diesen zeige ich jetzt so gesehen alle Herzteile und auch nur die Map, genauso wie ich das auch bei den Zaubermuscheln gemacht habe. Natürlich werde ich euch aber auch noch ein paar Tipps und Tricks da zum einigen Stellen sagen. Und am Ende oder beziehungsweise unterm Video werde ich natürlich auch noch wieder einen Link posten. Da könnt ihr auch noch ein paar Sachen nachlesen, falls ihr euch die Map allein nicht helfen sollte hier. Wie auch bei den Zaubermuscheln gibt es bei den Herzteilen auch sowas beim Angeln. Es gibt nämlich zwei Herzteile. Achtet ihr gerade auf das Wasser, sieht man, dass da so ein bisschen schimmert. Das bedeutet, da ist irgendwas Neues, was man holen kann. Und wenn ihr jetzt angeln würdet, und das kann ich ja einmal gerne zeigen, dann sieht man nämlich einen, ja sagen wir mal, einen anderen Fisch als sonst. Und es gibt so gesehen drei verschiedene Arten von Fische, die dann neu wären. Da zum Beispiel sieht man jetzt einen Schiebschieb. Es gibt noch einen Blooper und es gibt auch noch einen recht großen blauen Fisch. Beim Kram-Minispiel kann man ebenfalls zwei Herzteile bekommen. Am Anfang des Spiels schon eins und später, wenn man ein paar Dungeons geschafft hat, ist hier ebenfalls noch eins. Beim Floß-Minispiel, was man hier macht, kann man auch ein Herzteil bekommen. Da muss man es versuchen, hier so lang zu fahren, damit man hier landet, denn dort ist auch noch ein Herzteil. Außerdem, wenn ihr das Floß-Minispiel beendet habt, wenn ihr durch diese Höhle zurückgeht, zu dem Floßhaus zurück, auf dem Weg dahin in der Höhle, befindet sich ebenfalls ein Herzteil. Bei Boris gibt es auch noch Herzteile, wenn er die ganzen Herausforderungen hier abschließt. Das sind insgesamt so gesehen 12 Stück. Dann kriegt ihr noch ein Herzteile dazu. Außerdem, wenn ihr alle abgeschlossen habt, kriegt ihr auch noch einen kompletten Herzcontainer dazu. Hier seht ihr nochmal die Map. Da, wo auch Herzen manchmal so beim Wasser sind, da kann man einfach tauchen. Denn man kann das ein bisschen durchs Wasser erkennen, dass am Grund des, ja, des Wassers halt ein Herzteil liegt. Das waren eigentlich alle Tipps und Tricks und die Karte dazu, die ich euch jetzt geben kann. Falls ihr dann immer noch Probleme haben solltet, dann geht einfach auf den Link, den ich unter das Video posten werde. Und ja, das war's dann für dieses Video und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann!